Ja, moin. Ich habe mir bei IKEA diesen Tunnel geholt, eigentlich für Kinder. Das Zelt dazu habe ich nicht mehr gefunden, leider. Oder es war zu teuer, weiß ich jetzt nicht. Ja, du kannst da ganz bedenkenlos einen kleinen Hund durchschicken oder rüberschicken. Ist auf jeden Fall günstiger als dieses Spezialwerkzeug, Spezialspielzeug aus der Agility-Abteilung vom Zoohandel. Der Tunnel hat mich 10 € gekostet. Ich glaube, inzwischen kostet er 13 €. Aber vielleicht kriegst du den auch gebraucht. Ja. Eignet sich im Übrigen auch wunderbar für Karnickel oder für Meerschweinchen, für Katzen, weil der eine bestimmte Größe hat und du kannst ihn wunderbar zusammenfalten. Mit dem Hund ist das Training etwas grisselig. Also er hatte erst Angst davor, da reinzugehen, weil es ist ja nichts Festes. Das heißt, er betritt das und es wackelt erstmal und raschelt laut. Und ich habe ihn da mit Leckerlis reinbekommen. Das habe ich zu Hause geübt, ganz in Ruhe. Immer erst an den Rand, dass er merkt, okay, ihm passiert da überhaupt nichts. Und irgendwann ist er da durchgefetzt und es hat ihm überhaupt nichts mehr ausgemacht, wie man ja in den Bildern sieht. Jetzt habe ich dieses Ding mal mit in den Garten genommen, um das Beispiel etwas aufzuwerten. Ja, da kannst du deinen Hund wunderbar mal ein bisschen eine neue Herausforderung geben, statt immer nur hin und her rennen oder an der Leine ziehen oder schnuppern. So ein Hund braucht ja auch mal Abwechslung. Die freuen sich immer, wenn sie mal was Neues lernen können. Naja, bis dahin. Tschüss.